Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Ocarina of Time. Wir werden sterben. Also das ist eh schon mal klar, wir werden in diesem Spiel mal wieder sterben, habe ich so das ganz starke Gefühl. Auch mit 14 Herzen wird das nichts Großartiges werden. Oh, dieses Totenkopf-Fliegeteil nervt. Okay. Was? Seit wann ist da ein Loch? Da bin ich so oft gegangen, da war kein einziges Mal ein fucking Loch und auf einmal stürzt sich ein Loch runter. Was ist na das? Ach man. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es über alles. Ich habe Angst vor Zombies und das Spiel nutzt das aus. Ich finde tatsächlich kein Spiel schlimmer als Ocarina of Time. Es gibt kein Zelda-Teil, was so anstrengend irgendwie ist. Also zumindest kenne ich die noch nicht, Majora's Mask. Ich habe es auch nur noch dunkel in Erinnerung. Aber es übertrifft alle Zelda-Spiele, die bisher auf YouTube sind von mir. Auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob ich heute nur den Scheiß da mache und nächste Woche damit weitermache. So, aber ich krieg Kopfschmerzen von dieser creepy Musik. Beziehungsweise ich habe Montag und Dienstag frei, weswegen ich rein theoretisch auch. Warum? Möchte jemand noch ein Link's Awakening spielen mit der Aussage? Für Link's Awakening möchte ich nicht spielen. Ich kenne Link's Awakening. Ich habe das Spiel damals auf den Game Boy Color, glaube ich. Ich will nach da hinten, weil es da Herzies gibt. Ich habe das Spiel gespielt. Mit 4 oder so. Deswegen, ich weiß, es war kacke. Aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Genauso wie in dieses Spiel. Es ist immer kein gutes Zeichen, wenn ich mich an irgendwelche Spiele nicht mehr erinnere. Minish Cap, das hatte ich auch irgendwie anders in Erinnerung, aber das war nicht mal so lange her, wo ich das letzte Mal davor gespielt habe. Das heißt, ich bin da richtig scheiße, mich in irgendwelchen Zelda-Spielen zurechtzufinden. Ich renne jetzt auch ganz schnell an diesem Zombie vorbei. Lass mich in Ruhe, Zombie. Ich hasse Zombies. Ich wollte nur mal sagen, wie tolle Spiele Minish Cap und Wind Waker waren. Und wenn ich einmal ein schlechtes Wort über diese beiden Spiele verloren habe, dann tut es mir aus tiefstem Herzen leid und ich möchte mich dafür entschuldigen und vermisse diese wunderschönen Spiele, weil die einfach nicht ganz so kacke waren wie dieses hier. Also es ist nicht kacke, aber es ist scheiße schwer und creepy. Ich glaube, ich kriege Ärger, wenn ich nochmal so rumschreie, wie so eine Geisteskranke, die gerade abgestochen wurde. Oh. So, jetzt renne ich aber auf der Seite rum. Ich will hier nicht gleich wieder abstürzen. Okay, jetzt. Ah ne, jetzt kommen wieder Feuerdingsies auf mich zu, oder? Nein, darauf wollte ich nicht. Okay, jetzt bin ich die Teile schon mal los. Okay, und jetzt soll ich so diagonal durch das Auge durchgehen. Wow, habt ihr gesehen? Ich habe hin und wieder mal die Abgründe erwischt. Puh, aber ich hab's geschafft. Ich bin hier richtig chillig zum Deko-Schild, das mir weggeburnt wurde. Ernsthaft? Wow. Oh Mann, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es unendlich. Vor allem, ich muss jetzt halt wieder in diese Tür rein. Und ich will nicht über das Ding drüber laufen, aber ich will nicht an diesem Kack-Zombie vorbei. Weil der Zombie noch beschissen ist als andere. Warte mal, ich kann da reingehen. Ach, da ist nichts. Ich hasse den Vortempel hier schon mal.
Ich dachte vor allem sofort, Tempel gut, du springst in den Brunnen, gehst rein, hast vielleicht einen kleinen Gegner. Und dann bist hast das Auge der Wahrheit, um hier weiterzukommen. Das war jetzt mein Ding, was ich dachte. Und was kommt jetzt? Das hier. Ich sterbe praktisch schon, ohne dass ich irgendwas getan habe. Boah, schrei mich nicht an, du Kackzombie. Ich bin genervt. Ich bin ein genervtes Link. Garantiere für nichts. So. Ich bin ein sehr genervtes Link heute. Ein sehr, sehr genervtes Link. So. Ich muss wirklich durch diesen Raum wahrscheinlich dann durch. Ich höre halt hier andauernd irgendwelche komischen Geräusche. Kann ich eigentlich da irgendwie in die Wand rein? Nein. Ich habe jetzt Angst vor der anderen Seite, weil ich zweimal runtergefallen bin. Und da gibt es jetzt Fledermäuse, die brennen. Ebenfalls ein wunderschöner Zustand. Cool, habe ich schon gesehen, wo das runterfällt. Nein! Link, warum bist du so ein Volltrottel? Wo sind jetzt genau diese Kacklöcher über mir? Ich habe keinen Bock mehr. Da, okay, in der Mitte kann ich praktisch, wenn ich genau die Mitte zwischen denen finde, kann ich genau durchlaufen. Ja, fast genau. Okay. Nur mal so eine Zwischenfrage, hast du eigentlich ein Huhn im Inventar? Nein. Sollte ich das haben? Woher kriege ich ein Huhn? Kann ich das einfach so einstecken, so wie bei Animal Crossing, wenn irgendwas im Boden liegt oder so. Ich habe kein Huhn dabei. Ich hatte mal einen Huhn für die Mission, wo ich den London-Heini aufgeweckt habe. Also keine Ahnung, ob ich ihn nicht aufwecken hätte sollen, aber dann hätte ich ja nie... Die Marlon hätte mir dann nie das Epona gegeben. Also wäre das ja irgendwie schlecht, oder? Ich habe eine Schädelmaske, habe ich. Die habe ich. Ah nein, ich habe keins von Marlon Special Hühner mir geholt. Vielleicht geht das, vielleicht geht's auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich mag keine Hühner. Aber wahrscheinlich könnte man das dann einfach nehmen und über die Löcher drüber fliegen. Ich hätte gerne das Auge der Wahrheit. Oder ich hätte gerne auf meine Karte eingezeichnet, wo ein Loch ist. Noch dazu mein Standort. Und dann wird es was werden, aber so wird es eher nichts. Weil jetzt stehe ich gleich wieder vor denselben Problemen, das weiß ich jetzt schon. So, einmal da draußen. Einmal da rein. Okay, also ich muss irgendwie mittig. Bin ich mittig? Ich denke, ich bin nicht mittig. Durch welches Loch bin ich gefallen? Einfach für meine Statistik. Ah, okay, ich muss noch ein bisschen weiter nach da. Möchte ich gerade heulen? Darf ich das? Soll ich einfach losheulen? Ich zerstöre das Auge vorher. Okay, wie zerstöre ich es? Reicht es, wenn ich mir so ein Ding in, also ein Dekonuss in die Fresse hau, oder was muss ich genau tun, um das Auge zu zerstören? Sonst weißt du aus und fällst runter. Vermutlich. Gut. Ich versuche einfach mal, ihnen diese Dinger in die Fresse zu hauen. Wie lange versuchen wir das jetzt schon, hier an diesem Auge vorbeizukommen? Eine halbe Stunde?
anvisieren und mit einer Bombe bewerfen. Okay, eine Bombe. Auf die Idee wäre jetzt auch nicht gekommen. Aber ich kann es gerne versuchen. Aber bewerfen und dann muss ich wieder gehen. Ich sehe schon wieder Schwierigkeiten in meiner Zukunft. Boah, ich hasse das Viech. Crasht immer mich rein. Vor allem, es wird noch ein paar Tempel mehr geben, oder? Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei diesen einen Kacktempel bleiben, sondern es wird ja noch mindestens einen weiteren schönen Tempel geben. So, anvisieren und bewerfen. Boah, das ist nicht gut, ich stehe in der Bombe. Ich habe keine Ahnung, wo das Viechchen ist. Das ist schon mal down. Vielleicht dann noch eine Fledermaus. Irgendwie töten muss. Gut. Okay, da hinten kann ich ja ohne Probleme hingehen. So, jetzt diagonal meintest du? Ich habe Angst, wo ich hingehe. Das ist uncool. Ich habe richtige Angst, wo ich hingehe. Aber diagonal meintest du? Diagonal durch das Auge durch. Nein! Ich hasse dieses Kack-Level! Welches Loch bin ich durchgefallen? Ich glaube, durch das da. Da muss es doch irgendeinen Trick geben. Wie geht der Trick? Der Trick heißt, ich sterbe einfach, Link ist tot und deswegen können wir Zelda nicht retten. Ist das ein schöner Trick? Es gibt keinen. Hä, aber du musst ja da 20 mal hoch und runter und das geht doch nicht, dass du... Was soll denn alles möglich sein? Ich sehe uns schon irgendwie 3 Stunden später. Wir hängen immer noch in diesem Kacktempel fest. Ich will eigentlich nur mal bis Mitternacht streamen, weil sonst stehe ich am nächsten Tag ist immer so um 3 auf und das ist dann nicht so cool. Und das würde ich heute ungern machen. Deswegen überlege ich echt, ob ich nach diesem Kack hier Schluss mache, weil wir jetzt halt schon 1,5 Stunden streamen und der Tempel nicht mal in Sicht ist. In Sicht ist nur ein dämlicher Raum. Boah, ich gehe anders hin diesmal. Fliege ich wenigstens in das andere Ding rein. Kriege ich ihn einmal dadurch. Okay, ich zerstöre die niedlichen kleinen Fledermäuse. Und dann zerstöre ich noch das große Auge. Wow. Das wollte ich definitiv nicht. Au. Ich liebe das Spiel. Ich liebe es über alles. Ist das nicht eigentlich ein Kinderspiel? Also, das Spiel ist doch bestimmt ab 6 Jahren oder so freigegeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel erst irgendwie ab 20 oder so freigegeben ist. Also es wird ja wahrscheinlich irgendwie 12 oder 6 Jahren freigegeben sein. Wie soll ein 12- oder 6-jähriges Kind das schaffen? Wie? Ohne zu verzweifeln, ab 12. Aber trotzdem daran verzweifelst du doch. Ich bin erwachsen und ich verzweifle daran. Das frustet ja Kinder noch mehr als mich. Weil das ja einfach unmöglich ist. Haben damals auch geschafft. Früher haben wir uns keine Gedanken gemacht, einfach gespielt. Aber komm, das frustet einen noch übelst. Also ich merke es doch gerade an mir. Ich bin gerade echt so,
kurz davor, einfach das Ding auszumachen und keinen Bock mehr zu haben heute. Also ich bin gerade richtig pissig auf das Spiel. Also ich habe Kopfschmerzen, das schon seit Mittag, aber... Komm, also das ist doch echt nicht normal. Ja. So, das lässt mich schon mal in Ruhe. Und das lässt mich dann auch schon mal in Ruhe. So, jetzt schau mal, ob ich vielleicht ein bisschen mit der Kameraeinstellung rumbacken kann. Nein, das geht schon mal nicht. Also bis da hinten kann ich ja ohne Probleme hingehen. Und jetzt wird es halt lustig. Warte, okay, ich warte. Vielleicht hast du irgendeinen Plan, den ich nicht habe. Also ich versuche hier irgendwie rumzubacken. Mit der Kameraeinstellung. Ich glaube, das wird nichts. Okay, dann machen wir aber... Versuche es mal mit Nüssen meist am Boden werfen und schauen. Aber wir machen mal kurz den Break. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.